Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog an meinem Geburtstag. Bin heute geworden 34 Jahre alt und ich mache das dieses Jahr alles anders. Ich habe mich mit drei Freundinnen darüber unterhalten und drei Freundinnen machen das spätestens seit diesem Jahr ganz genauso wie ich. Deswegen Obacht. Ich weiß, wir sind nicht die Einzigen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das fühlt, wenn ihr das nachvollziehen könnt und wenn ihr das vielleicht ganz genauso macht. Ich lade heute niemanden ein. Auch nicht morgen, übermorgen oder in drei Wochen. Ich feiere meinen Geburtstag nicht mehr für andere. Ich möchte nicht mehr Tage zuvor gestresst sein, weil ich Unmengen einkaufen muss, putzen muss, backen muss, kochen muss, die Wohnung vorbereiten muss und dann am Ende alles wieder aufräume und dann abends da sitze und denke, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist meine Uhr, weil meine Kekse jetzt fertig sind. Die muss ich gleich aus dem Ofen nehmen. Genau, und deswegen ab diesem Jahr habe ich mich dazu entschieden, das einfach nicht mehr zu machen, sondern meinen Geburtstag für mich zu feiern. Und das darf jedes Jahr anders aussehen, so wie ich das gerne möchte. Ich habe den Freitag schon mit einer wunderbaren Freundin verbracht. Das war mein Vorgeburtstagsgeschenk oder mein Geburtstagsgeschenk an mich. Das Geschenk dieser Freundin werden wir gleich noch auspacken. Und ansonsten verbringe ich diesen Sonntag einfach nur mit den Kindern. Wir tun Dinge, auf die ich Lust habe, auf die Spaß machen. Ich werde euch zeigen, was es heute definitiv nicht gibt und was es stattdessen gibt. Also viel Spaß damit. Also es stand relativ zeitig fest, dass ich auch für uns drei nicht backen möchte. Also manchmal macht mir, also nicht manchmal, mir macht Backen eigentlich auch Spaß. Aber ich wollte einfach wirklich so wenig wie möglich Aufwand. Dann hatte ich einen bestimmten Tiefkühlkuchen im Kopf, weil die schmecken ja nicht alle. Und von dem wusste ich, der schmeckt wahnsinnig gut. Und den habe ich aber gestern beim Einkaufen nicht bekommen. Und weil ich mir so wenig Aufwand wie möglich machen wollte, bin ich auch nicht nochmal extra in einen anderen Laden gefahren. Und deswegen gibt es einfach Tiefkühldonuts, die ich dann auftaue und ich habe Plätzchen gemacht. Wir haben gerade ein Mario Kart Turnier gespielt und ich habe im Vorfeld Preise besorgt und jeder von uns erhält jetzt seinen Gewinn. So, ich schäle jetzt ganz random Kartoffeln. also ich habe ja schon gesagt, warum ich das heute auf diese Art und Weise mache, weil ich einfach sowieso schon einen stressigen, anstrengenden Alltag habe. Dieses Jahr noch mehr als die Jahre zuvor. Und mir da einfach, es geht doch an deinem Geburtstag nur um einen selbst. Und dann darf man auch für sich entscheiden, wie möchte ich diesen Tag gerne verbringen. Und ich hätte jetzt hier auch ein riesen Aufgebot machen können. Im Sinne von, dass ich für mich überlege, wo ich vielleicht hinfahren möchte oder irgendwas. Aber ich dachte, dieses Jahr mache ich das so zum ersten Mal so auf dieser Art und Weise. Sozusagen, ich verbringe den so, wie ich möchte, entsprechend den gegebenen Umständen. Und ich dachte, nächstes Jahr werde ich 35. Da kann ich das dann immer noch machen, wenn sich das dann in dem Jahr gut für mich anfühlt. Und in dem Jahr fühlt es sich gut für mich an, einfach auch mal Sonntag zu haben, nichts Großartiges tun zu müssen. Ich hatte, wie gesagt, überlegt, ob ich dann heute essen gehe, damit mir halt auch das Kochen und alles wegfällt. Essen bestellen kann man bei uns nicht. Also, kann es schon bestellen, muss noch selber abholen. Und ich koche halt tatsächlich ganz gerne, wenn ich die Ruhe und die Muße dazu habe. Und essen gehen war dann einfach keine Option mehr, weil das gerade für eins der Kinder nicht möglich ist. Und dann ist das in Ordnung so. War mir nur wichtig, heute den Tag mit den Kindern zu verbringen. Ne? Ich würde es aber auch total verstehen, wenn jemand sagt, oh, wenn ich mir auswählen kann, wie ich meinen Geburtstag feiere, dann möchte ich einfach mal alleine
irgendwo sein, mich massieren lassen oder ich möchte mit meinen Freunden, Freundinnen den Tag verbringen. Auch voll legitim. Es geht an diesem Tag halt erst recht mal nur um dich und um das, was du möchtest und um das, wie du dir einen schönen Tag einfach vorstellst. Und halt auch mal so diese ganzen Erwartungen an andere Menschen loszulassen. Das habe ich dieses Jahr Muttertag auch sehr vielen gesagt, die dann so enttäuscht waren, weil der Tag eben nicht so lief, wie sie sich das vorgestellt hatten. Aber dann halt mal zu sagen, lass doch die Erwartungen an die anderen los, wie sie diesen Tag für dich gestalten. Und gestalte dir diesen Tag selbst, weil das ist so viel schöner, wenn man sich frei davon macht, was ich für Erwartungen an andere habe, wie sie an meinem Tag das gestalten sollen, ohne dass sie natürlich wissen, was meine Erwartungen an diesen Tag und an sie selbst sind. Und da heute halt auch einfach mal komplett loszulassen und auch das Handy liegt irgendwo in der Ecke, ich gucke da ab und zu mal drauf, habe nicht unbedingt den Urge, sofort zu schreiben, also ich habe hier ein Geschenk, wann kann ich dir das geben? Heute nicht, heute ist mir gerade nicht danach, Verabredungen zu treffen. Das mache ich dann die nächsten Tage. Und jetzt koche ich erstmal unser Mittagessen. So, ich habe mich jetzt mal zurückgezogen und packe jetzt in Ruhe mal das Geschenk auf, was ich von meiner Freundin schon vor 2 Tagen bekommen habe, als wir uns getroffen haben. Zum einen war hier diese schöne Karte dabei. Und jetzt machen wir das hier mal auf. Guck mal, sie hat mir hier selber gemacht so ein Räucherstäbchenständer. Inklusive Räucherstäbchen. Und dann ist hier noch ein Buch dabei. Und zwar, Ich bin das Licht, die kleine Seele spricht mit Gott. Von Neil Donald Walsh. Da kennt man bestimmt Gespräche mit Gott. Das ist jetzt hier das Buch dazu. Vielen, vielen, vielen Dank, du Liebe. Ich wollte heute unbedingt spazieren gehen, weil ich mir in letzter Zeit einfach viel zu wenig Zeit dafür nehme. Und deswegen war das heute so ein Programmpunkt, den ich gerne machen wollte. Und meine Kinder sind jetzt nicht so begeisterte Spaziergänger. Und deswegen habe ich es mir auch wieder einfach gemacht. Die sind sich jetzt ein Eis holen und dann laufen wir halt mit diesem Eis. Ist doch egal. Also ich hoffe, dass das tatsächlich eine Devise ist, die ich mir noch mehr mit in den Alltag nehmen kann. Mach's dir doch einfach leicht. Mache ich schon viel, aber kann man, glaube ich, immer noch mehr Situationen dieses. Ist mir doch egal, wenn die jetzt da ein Eis nebenbei essen. Hauptsache, die gehen mit mir raus. Und das machen wir jetzt. Freue ich mich drauf. Und wisst ihr, wer da jetzt natürlich am meisten Spaß dran gehabt hatte? Das Kind, was eigentlich überhaupt nicht mit wollte. Wir waren jetzt eine Stunde unterwegs, länger als ich gedacht hätte. Und es war so schön. So, und zum Abendessen gibt es jetzt einfach nur Frühlingsrollen und Garnelen. Einfach, weil es lecker und unkompliziert ist. Und wenn die Kinder dann im Bett sind, dann werde ich mir einen Film ansehen. Das habe ich seit Wochen nicht getan. Ich bin noch am Schwanken, ob ich mir einfach einen meiner Lieblingsfilme angucke oder ob ich einen neuen Film gucke. Muss ich mal sehen. Mit Chips, was Leckerem zu trinken. Und dann war das ein wundervoller Geburtstag. Euch danke ich sehr fürs Zuschauen. Kommentiert doch gerne mal, wie ihr als erwachsene Menschen eure Geburtstage so feiert. Ob ihr das mögt, wie ihr die aktuell feiert. Oder eben auch nicht. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.